Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Werkfeuerwehrsimulator 2014 mit mir zusammen, MacManias. So, wir wollen mal weitermachen. 950 Punkte haben wir ja. Wir haben ja im letzten Einsatz das Fahrzeug, den PKW gelöscht, der gegen diesen Eisenpfeiler gerammt ist. Und schauen mal, was uns der Chef jetzt zu sagen hat. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Na klar, Mann. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ja, das will ich auch hoffen. Das war's. So. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Gut, wir können an die Arbeit. Neue Schicht hat begonnen. 8.20 Uhr. Sehr schön, sehr schön. Und als allererstes, ihr kennt das ja, gibt's erstmal was zu essen. Was zu essen und ein Käffchen. Und es schifft schon wieder. Das geht mir eigentlich auch so ein bisschen auf den Kranz. Ich hoffe mal, dass der Regen bald aussetzen wird. Weil irgendwie nervt das, keine Ahnung. So, mal gucken, was es heute Schönes gibt. Oh, eine Pizza! Abend auch Gatorals Game Show gesehen? Hat da etwa jemand deinen Stuhl angesägt? Hatte ich das jetzt schon? Ja, hat da irgendjemand deine Pizza gefressen, du Homo? So. Dann gehen wir mal nochmal kurz raus. Und wieder rein. Mal gucken, ob der noch was für uns hat. Ja, noch eine Pizza. Ist ja geil. So, jetzt gibt es mal eine Salami-Pizza zur Abwechslung. Jetzt schon aufgegessen? So, ich bin ja mal so gespannt, was wir als nächsten Einsatz bekommen. Mit unserem Florian 4 Tanklöschfahrzeug. Oh, noch eine Salami-Pizza. Boah, jetzt ist mir aber schon Hast bald du schlecht. Hast du auch den roten Elefanten gesehen? Hatte ich das jetzt schon aufgegessen? Der Fränkel. Der sucht sich wieder den roten Elefanten? War das nicht deine Mutter? So, ja. Werkfeuerwehrsimulator wird jetzt wieder... Oh, jetzt gibt's mal ein Spiegelei. Hast du gerade auch den roten Elefanten gesehen? Ist ja ganz toll. Essen genommen? Das Nö. Will ich doch nie machen. So, auf jeden Fall, ja. Ach komm, einmal gucken wir noch rein. Vielleicht gibt's hier noch mal was anderes zur Abwechslung. Wie geht's? Ja, es gibt wieder was anderes. Lecker Salami-Pizza hatte ich heute noch gar nicht. Hast du gerade auch den roten Elefanten gesehen? Hatte ich das jetzt schon. So, komm, ziehen wir uns noch einen Kaffee rein. Was ich sagen wollte, ja, Werkfeuerwehrsimulator wird jetzt etwas häufiger kommen. Zwei Parts lade ich zurzeit in der Woche hoch, Mittwoch und Sonntag, ihr wisst's ja. Aber das wird sich jetzt etwas erhöhen auf 3 bis 4 Parts die Woche. Ich muss mal schauen, ich tendiere eigentlich, ist ja schon wieder jemand auf dem Weiberscheißhaus? Ach, diese alten Voyeure. So, ich will mal schauen, eigentlich hatte ich vor, eventuell jeden zweiten Tag ein Part hochzuladen. Das wäre ja auch von euch zu einem... Für euch zum Interesse? Ja, irgend sowas. Auf jeden Fall müssen wir erstmal schnell schauen, ob der Tankdeckel zu ist. Ja, der Tankdeckel ist zu. Hier heißt es Finger weg. Den dürfen wir auf gar keinen Fall aufmachen, sonst haben wir wieder Probleme. So, und jetzt haben wir es schon wieder um 12. Mensch, die ersten 4 Stunden gearbeitet und oh, unser Fahrzeug sieht aber auch aus. Ja, 4 Stunden gearbeitet. Ich bin noch gar nicht der Chef. Nein, von mir niemals. So, Moment, ich nehme erstmal den Einsatz kurz an. So, und wir sollten zur Ölraffinerie. Da ist Öl aufgelaufen. Und wir sollen das Bindemittel mitnehmen. Ja, ganz großes Kino heute wieder. So. Ne, Licht anmachen bringt ja gar nichts. So, wir müssen nochmal schauen, wo wir jetzt langfahren. Ich breche wie immer quer durch die Heide. Das kennt ihr ja von mir. Da ist schon wieder ein bisschen Drift am Start. Wir müssen auch mal nach unseren Hinterreifen schauen. Nicht, dass die hier schon das ganze Driften total abgenutzt sind. Wissen wir? So. Ölraffinerie. Ölraffinerie. So, ich glaube, die Schienen bringen uns hin. Wir folgen einfach den Schienen. Und es regnet. Öl ausgelaufen und es regnet. Das ist gar nicht gut. So, dann fahren wir hier einfach mal hier einer lang. Gleich mal der Straßenmarkierung hinterher. Und jetzt hier müssen wir... Boah, ey. Die Kurve, die hätten wir sowas von fantastisch genommen. So, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen weniger labern. Und Scheiße machen. Also ich zumindest. Und müssen hier mal ein bisschen mehr Gummi geben. Weil wir haben nämlich nur noch 1 Minute 15. So.
Hier kleine Schikane eingebaut. So, Moment. Da ist die Ölraffinerie. So, irgendwo hier ist Bindemittel ausgelaufen. Moment, Moment, Moment. Wir können ja hier oben ranfahren. Ja. So, müssen wir mal kurz schauen, wo hier Öl ausgelaufen ist. Moment, Moment. Wir machen mal hier diesen. Und die Tröter machen wir mal aus. Die geht mir nämlich schon mal ein bisschen auf den Geist. So, und dann schauen wir einfach mal hier einer rum. Wo denn das gute Öl ist. Das kann es nicht sein. Hier ist es auch nicht. Nö. Aha. Wir haben den Übeltäter entdeckt. So. Stehen bleiben. Aussteigen. Moment, ich muss ja mal mein Headset etwas leiser machen. So, aufmachen, bitte. Jawohl. Nehmen wir erstmal unser Hütchen, wie immer. Nee, Quatsch. Haben wir jetzt das Hütchen? Nee, jetzt haben wir wieder zugemacht. Tor auf. Aber zackig. Und wir brauchen den Hut. So, machen wir hier erstmal ganz provisorisch. Zack, einen Hut hin. Dass das auch markiert ist. Und wir brauchen natürlich noch unser Bindemittel. Das war auf der Taste F. So. Und jetzt hier. Alles schön hinschütten. So. Dass der Ölfilm gleich gebunden wird. So, zack. Hier. Mal ein bisschen schütteln. Am Sack, das ist wahrscheinlich schon hart. Ist schon etwas älter. Schon leicht überlagert. Und wir haben es schon wieder. 18.17 Uhr. So, mit dem Besen sollten wir es noch aufkehren. Ja, das machen wir natürlich auch noch. Vorsicht, Besen. So. Hui. Whoops. Wir haben ja eigentlich irgendwie erst im letzten Part auch, ja, kehren müssen wieder. War ja auch das Auto, was wir löschen müssten. Und mussten dann das Öl auf Dingsbumsern. So. Florian 4 an Leitstand. Ja. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Ja. Wir sind frei auf Funk. So, kommen wir unserem Hut nehmen auch noch mit. Havi Hut. Oder Hütchen. Könnt ihr euch raussuchen. Mir egal. So. Zumachen wieder. Nicht, dass was rausfällt, ne? Legen ja manche ganz viel Wert drauf. Habe ich jedenfalls in anderen Let's Plays gesehen. So, Moment. Das Gedöns können wir ausmachen. Und dann brettern wir erstmal wieder zurück. So. Upsala. So, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ein bisschen Licht könnte auch nicht schaden. So, mal gucken, ob wir vielleicht währenddessen gleich noch einen Einsatz reinbekommen. Oder ob wir vielleicht, ja. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt einfach mal noch so einen Einsatz reinbekommen würden. Während wir hier wild durch die Gegend fahren. Ja, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ich spiele ja, also nebenbei läuft ja auch noch das Let's Play Rettungswagen-Simulator, wo ich, ja, wo sich meine Begeisterung doch extrem in Grenzen hält. Also mit den 20 Euro für das Spiel kann man wahrscheinlich auch mehr machen. Müsst jeder selber entscheiden, wie ihr es findet. Ihr habt ja das Let's Play dazu gesehen oder seht ihr ja aktuell noch, wird auf jeden Fall keine große Sache. Beziehungsweise da werden nicht mehr allzu viele Parts kommen, so viel kann ich schon mal verraten. Aber ich muss sagen, hier dieses Werkfeuerwehr-Simulator, das gefällt mir etwas besser. Also da bin ich doch überrascht. Lässt sich doch gescheiter spielen, also muss man ehrlich mal so sagen. So. Müssen wir tanken? Nö, tanken müssen wir nicht, haben noch 3/5 voll, alles im grünen Bereich. So, ich muss nochmal schauen, wo ich mich hier durchwursteln kann. Und wir werden jetzt mal unser Auto sauber machen hier, weil das ist ja... Das sieht ja aus, das ist ja grauenhaft. Und vielleicht hört es dann auch mal auf mit Regnen. So langsam. Upsala, da sind wir wieder rumgedriftet. Ja, ist halt scheiße, wenn man hinten abgefahrene Reifen hat. Ist noch vom letzten Tuning-Treffen, wo wir mit unserem Feuerwehrauto waren. Da hat man ja so ein Burnout an der Wand gemacht und deswegen sind die Reifen hinten ein bisschen abgefahren. Ja, bei Nässe ist das halt blöd. Florian 4 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Ja, frei auf Wache. Auf das Ding. Ja, guck mal, wie das Teil aussieht hier. Das ist ja abartigst, ist das. Das kann ich nicht für gut heißen. So, Moment. Licht können wir ausmachen.
So, und jetzt machen wir erstmal hier zu. Weil das ist mir nämlich zu kalt. So, Kerscher her. Ist hier Lampe an? Ja, hier ist so dunkel drin. So, und dann machen wir das gute Teil mal sauber. Geht das überhaupt noch ab? Ja, hier wird sauber. Oh. Oh. Ja, fein ab, Kerscher. Jetzt brauche ich nur noch ein, zwei Bikini-Mädels, die mit ihren Titten die Seife auf das Feuerwehrauto drauf schmieren. Das wäre jetzt eigentlich ein bisschen meine Welt. So, hier unten, das müssen wir auch alles sauber machen. Den Schweller. Dass hier ordentlich aussieht, wenn wir zum nächsten Einsatz fahren. Die denken, ja, wir machen den ganzen Tag nichts. Ups. Ups, ups, ups. Ups, ups, ups. So. Hier hinten einer rum noch. Ja, war ja so klar. Gerade wenn ich hier am Arbeiten bin. Na, oh, scheißen Dreck. Aufmachen, 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 aufmachen. Achso, ich habe den Einsatz schon. Hab ich den Einsatz angenommen? Nö. Hab da noch gar nichts gedrückt. Wo muss ich denn hin? So, erstmal raus. Und hier auch raus. So, und dann müssen wir gleich mal hier einer rum. Jetzt weiß ich gar nicht, um was es geht bei unserem Auftrag. 2,5 Minuten haben wir wieder, um am Einsatzort zu sein. Das ist in der Regel vollkommen ausreichend. Nur, dass ich gar nichts... Oh, Alter. Nur, dass ich gar nichts sehe gerade. So, wir sind jetzt gerade momentan gegen dieses Auto gefahren. Heftigst kollidiert. 2 Feuerwehrleute sind leider gestorben dabei. Nachdem sie beim Aufprall gegen ihre Sauerstoffflaschen mit dem Kopf geknallt sind. Und ihnen das rechte Ei aus der Hose katapultiert wurde. Und den dritten Feuerwehrmann hat es dann auch noch erschlagen, als er das Ei dann ins Gesicht gekriegt hat. So. Und jetzt? Da oben, da oben, da oben, da oben. Da oben ist unser... Ach, scheiße! Vollbremsung! Kommen wir hier durch? Ja, super. Hab ich doch gewusst. Oh, hier brennt's. Hier müssen wir vorsichtig sein. So, komm, das machen wir erstmal aus. Wir sind am Einsatzort eingetroffen. Ich muss mal schauen. Vorsicht, Vorsicht ist geboten. So, komm, gib mal Schlauch her. Ja. Nicht, dass hier noch irgendwas explodiert. Versteck mich hier erstmal hinter den Containern. So. Da brennt doch schon wieder nur so ein Mülleimer oder irgend sowas. Na, ist es doch nicht. Ja, Mülleimer und Müllsäcke. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft. Der Einsatz kann nun abgemeldet werden und alle Einsatzfahrzeuge auf die Wache zurückkehren. Bitte melden den Einsatz jetzt ab. Ja. Boah, 1250 Punkte, ey. Da waren wir ja richtig tüchtig in der Schicht. So. Ja, leck mich am Arsch, Junge. Ich habe hier gerade Einsatz gemacht, Mann. Hup da hier rum, der Penner. War wohl nicht dein Arbeitsplatz, hä? Ist es dir wohl egal? So ein Stricher, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ui, ui, Slalom. Ui, ui. Hab ich alles in der Fahrschule gelernt. Und wieder gedriftet. So, zurück zum Leitstand, zur Wache. Ich muss eben mal schauen, weil es kommt ja auch im Oktober, glaube ich, der, das war jetzt der Rettungsdienst-Simulator. Im Oktober konnte ja noch der Rettung, nee, der Rettungs, Moment, was war denn das? War das jetzt der Rettungswagen? Oh. In so einem lumpischen Bordstein. Das war der Rettungswagen-Simulator, genau. Nee, oder? Bin ich jetzt hart? Ja, Rettungswagen-Simulator. Und dann kommt ja aber im Oktober, glaube ich, noch der Rettungsdienst-Simulator aus. Oktober, November oder so. Ja, da bin ich jetzt nach der Pleite bin ich eigentlich ernsthaft am überlegen, weil ich wollte den eigentlich auf jeden Fall auch spielen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Bin ich da wirklich am überlegen, ob ich das noch mache. Aber da kann man auf jeden Fall auch einen Hubschrauber benutzen. So. Und da hätte ich eigentlich schon mal Bock drauf. So, Moment, wir müssen ja hier rein, ins vierte Tor. Stehen bleiben. Und zack. So, eine Stunde noch, dann ist unsere Schicht vorbei. Der Hälfte vom Auto haben wir sauber gekriegt. Die andere Hälfte leider noch nicht.
So, Attenzione. Und stehen. Okay. Tor wieder zumachen. Da bin ich ja jetzt mal äußerst gespannt, wie sich das weiter verhalten wird. Wann wir befördert werden. Wie viele Punkte wir jetzt brauchen. Sag mal, ist das Teil schon wieder so dreckig? Nee, hier ist noch relativ sauber. Mit relativ meine ich relativ. So. Mal kurz zu unserem Kumpel hier. Na, du faules Schwein. Guckst du schon wieder Pornoseiten an? Nee, diesmal nicht. Glück gehabt. Aber unsere Energieanzeige ist echt lausig. Da müssten wir mal wirklich noch so ein bisschen... Naja, egal. Wir stechen erstmal aus. Hast deine Schicht beendet. F zum Fortsetzen. So, benötigst noch 250 Punkte. Also bei 1500 steigen wir erst in den nächsten Rang. Ah, das ist aber auch ärgerlich. So, speichern. Wir machen mal einen neuen Spielstand zur Abwechslung. Speichern. So, und den nennen wir jetzt... ja. Wie nennt man den jetzt einfach mal? Ach komm, wir nennen den einfach 2. So. Okay, fertig. Haben wir jetzt gespeichert? Ja. Ach so, nee, Moment, ich bin ja total außer Rand und Band hier. Löschen. Ja. Speichern. So, na gut, ich will euch eigentlich gar nicht upsala. Das habe ich hier überschrieben. Ach, ist auch scheißegal. Ich will euch eigentlich gar nicht weiter auf die Folter spannen. Im nächsten Part geht es dann einfach weiter. Und danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Kommentar da. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder zu Werkfeuerwehrsimulator 2014. Bis dahin. Tschüss. Und für meine Bros natürlich noch ein fettes High Five. Legendär.